der wunderbare Fahrer des Julian Assange Trucks, der Spedition Markus Barth, der hier hinter uns steht. Dieser Truck von Andreas Rothe, der hat wunderbare Dienste geleistet in den letzten Jahren. Wir als Unterstützer der Julian Assange Aktionen, wir haben selber sehr viele Mahnwachen für Julian Assange gemacht, sind sehr dankbar dafür, dass wir diesen Mann haben und seinen Chef haben, nämlich den Markus Barth, wie ich eben schon erwähnt habe, der uns immer dieses wundervolle Mahnmal zur Verfügung gestellt hat. Und das ist immer noch der Traum. Julian Assange ist frei, aber wie wir eben auch schon gehört haben, die Presse ist es nicht. Er musste durch einen faulen Kompromiss sich sozusagen selbst der Spionage bezichtigen und ist deswegen in Freiheit gekommen. Und das ist allein ein großer Skandal, er hätte es aber sonst wahrscheinlich nicht durchgehalten. So, und jetzt haben wir ihn hier, den Fahrer dieses wunderbaren Assange-Trucks, den Andreas Rothe. Ich würde sagen, du stellst dich gleich mal selber vor. Du kannst das am besten. Ich bin sehr froh, dass wir heute hier zusammenarbeiten. Also wir haben zusammen diese kleine Kundgebung hier am Rande der großen Demonstration angemeldet. Und ich übergebe jetzt erstmal das Mikro an den Andreas Rothe, damit er uns mal sagen kann, wofür er unter anderem auch noch hier ist. Lieber Andi, ich übergebe das Mikro mal an dich. Und wenn du mir zu viel quatschst, dann nehme ich es dir wieder weg. Hallo Berlin. Habe ich schon mal zu viel gequatscht? Niemals, würde ich mir nie erlauben. So, was soll ich jetzt kurz sagen, vorstellen? Du kannst schon mal sagen, was da auf deiner Mütze steht, deswegen hast du sie ja extra auf. Ja, die habe ich auch in den Sonnenbad gefahren. Ja, Andi, jeder nennt mich so. Assange Truck war eine Herausforderung und vor allen Dingen, man muss auch mal den Chef dazu sagen, das, was er mit diesem Auflieger hingestellt hat, ist das perfekte Mahnmal, um Verbrechen an der Menschlichkeit aufzudecken. Dafür geht jetzt mal der Applaus an Markus Barth aus Laupheim. Genau, und deswegen wird dieser Assange-Truck auch weiter so fahren. Also die Plane wird so dranbleiben, auch für die nächsten Jahre oder mindestens. Es ist immer noch ein Mahnmal. Damit es als Mahnmal weitergeht, weil es ein Stellvertreter für viele andere Journalisten auch ist. Ne? Richtig. Und ja, was soll ich sagen, den Job mache ich jetzt seit 22 Jahren. Hab Spaß, denn das ist ein Beruf, den man mit Leidenschaft machen sollte. Geld verdienen kann man damit, aber reich wird man damit nicht. Wir haben aber dann auch die Probleme in der Logistik. Und das sollte man niemals vergessen. Wir haben jetzt, letztes Jahr im Dezember, wurde die Straßenbenutzungsgebühr auf Lkw-Maut um 83% erhöht. Das heißt, die Mehrkosten tragt alle ihr, die hier stehen. Beim Einkaufen, beim Tanken, bei Zigaretten holen. Sogar mittlerweile, wenn ihr Sonnenmilch kauft, selbst die bezahlt ihr die Mehrgebühren mit. Es wurden gesagt, es sind 83%, sind es eigentlich nicht. Mit der Steuer und dann noch den ganzen anderen Kram dabei, bist du bei einer 100%igen Verdopplung. Und wer soll das noch stemmen? Jetzt kommt der nächste Pakt noch dazu. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat mal eben so ins Leben gerufen, mit dem BGL zusammen, dass die Logistik unterstützt werden soll durch künstliche Intelligenz, weniger Bürokratie und was alles dazugehört. Aber das, was offiziell nicht erwähnt wird, ist, dass die Drittstaaten-Fahrerlösung kommen soll. Das bedeutet, dass Fahrer aus Ukraine, Usbekistan, von mir aus auch runter bis Indien, wo auch immer die Kollegen herkommen, hier in Deutschland fahren dürfen für einen, sagen wir, Mindestlohn. Hungerlohn. Ja, Hungerlohn, genau. Du sagst es. Genauso ist das Problem. Es ist ein Hungerlohn. Und die Logistik muss billig bleiben. Weil, ganz einfach, der Kunde möchte nicht viel zahlen. Wenn wir sehen, in den Verladebörsen, was da für Preise angeboten werden, da steht dann immer Cent pro Lastkilometer. Wir haben Preise von 80 Cent den Kilometer. Wir haben aber die Kosten mit diesem Fahrzeug inklusive Fahrer, Verschleiß und so weiter und so fort. Maut, Diesel, allen Scheiß, der dazugehört, liegen wir bei ungefähr 1,80 Euro. So, das heißt, du fährst mit einem Kilometer 1 Euro minus ein. Die was? Ja, noch dazu.
Und wir kämpfen schon darum, der Unternehmer kämpft darum, überhaupt noch Geld zu verdienen mit den Fahrzeugen, weil alles voll billig verramscht wird. Es gibt niemanden, der die Verladebörsen unter Kontrolle hält. Das heißt, es gibt kein, nennen wir es, staatliche Organisation, die diese Verarsche in den Ladebörsen kontrolliert. Das sind Fakten. Und wir kämpfen darum, dass sich da was ändert. Wir wollen es probieren, ob wir es schaffen, sei dahingestellt. Aber probieren, wer nichts tut, hat schon verloren. Also probieren wir es. Wir haben verschiedene Banner hier. Essen ohne Bauern, Trinken ohne Bauern, Kleidung ohne Bauern. Natürlich, da steht Bauern. Wir stehen aber auch für die Bauern. Wir stehen für den Mittelstand. Wir haben dort unseren Banner aufgestellt. Wir, der Mittelstand NRW, Mahnwache Duisburg und der BKF Pro. Wir haben dieses Jahr 11 Veranstaltungen gehabt. Letztes Jahr waren es 13. Alle mit mäßigem Erfolg, weil die Leute es einfach noch nicht verstehen. Die Leute sehen nur das, was der Mainstream sagt. Und Tagesschau, was haben die Berichte über LKW-Demos, über Mehrkosten und so weiter? Gar nichts, weil es nicht gewollt ist. Das darf nicht an die Öffentlichkeit kommen. Und das ist unser Problem. Deswegen stehen wir auch hier mit Chris, mit der Schneedemende Würde und vor allem Wendezeit Hannover zusammen, um diese Themen an die Öffentlichkeit zu bringen. Und das muss passieren, ob wir wollen oder nicht. Und wenn die Drittstaatenfahrerlösung wirklich kommen sollte, dann ist das offiziell die Beerdigung eines jeden deutschen Kraftfahrers, weil er zu teuer sein wird. Das heißt, die deutschen Kraftfahrer werden irgendwann verschwinden. Und die Leute, die das mit Leidenschaft machen, weil sie es gerne machen, die werden dann irgendwann abgeschossen und sagen, hey, du bist zu teuer, wir nehmen die billigen Kollegen. Ist das dann fair? Ist das dann Marktwirtschaft? Ja, die Bauern das gleiche in Grün. Die Bauern arbeiten am Minimum. Die haben Vorgaben. Da denke ich mir, Leute, früher ausgesät, ungeflügt, geerntet. Heute musst du dann per Drohne bestimmen, wo du mit dem Mähdrescher langfährst. Heute wirst du bestimmt, was du säen darfst, welches Land brach liegen muss. Wie soll denn da ein Bauer wirtschaftlich finanziert arbeiten? Das geht gar nicht. Die Jungs fahren genauso Minus ein. Und das ist Planwirtschaft. Es wird mit Absicht alles an die Wand gefahren. Und das ist eine Aussage, zu der ich stehe. Und da können jetzt alle mitgehen und sagen, ey, Schwurbler hat eh keine Ahnung. Schwurbler, Querdenker, finde ich jetzt interessant den Text. Heißt das nicht, dass die gerade klar denken und es mittlerweile offenkundig bekannt ist, dass vieles wahr war, was wir gesagt haben? Es ist nicht wirklich so. Der war gut, der war gut, der gefällt mir. Lieber Querdenker und Klardenker als irgendwelchen Mainstream-Scheiß glauben. Mainstream ist das, wo die Menschheit mit verarscht wird. Weil ihr solltet mal eins bedenken, ich drehe mich jetzt mal frecherweise zu euch um. Mittelstand braucht Lebensqualität, keine Lebensregulierung. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Lebensregulierung ist genau das, was hier gerade passiert. Es wird reguliert, wer wo was wie macht. Es wird reguliert, wer wo wie was erntet, sät oder sonstiges macht. Demnächst gibt es dann eine Steuer wahrscheinlich, weil sie noch mehr Kohle brauchen, weil wir atmen. Ja, ist doch wahr, das ist doch lächerlich langsam. So, und ich würde sagen, ich habe zu viel geredet, oder? Aber wir kommen nochmal auf dich zurück dann. Also du kannst auch gerne noch mehr erzählen dann. Du musst jetzt nochmal gucken, ob alles läuft da drin. Okay, alles klar, gut. Ich habe auch gerade gesehen, wir haben einen neuen Gast da. Ja, wer ist das denn? Schon den nächsten, der den Andi ablöst. Bis später. Das ist der Daniel. Daniel kommt auch aus der Ecke Hannover. Und Daniel war beim Demozug, hat den gesamten Demozug gefilmt, hat gerade schon gesagt, 1 Stunde 10 Minuten ungefähr. Daniel, vielleicht kannst du einmal ganz kurz deine Eindrücke mitteilen. Wie viele Leute schätzt du ungefähr waren es und wie war die Stimmung? Was gab es so für Plakate? Was für Leute waren es, die da so mitgelaufen sind? Ja, hallo. Ist eine ganz tolle Stimmung vor Ort, wie ich finde. Es sind ja auch viele Musikwagen unterwegs dabei. Der Captain legt wieder auf und hat natürlich eine Menge Spaß um seinen Wagen herum. Wenn ich jetzt schätzen soll, wie viele Leute dort unterwegs sind, ist das immer ein bisschen schwierig. Also 1 Stunde 10 Minuten stand ich an einem Ort. Der Zug ist vom Anfang bis Ende an mir vorbei. Michael Ballweg hat 17.000 Leute angemeldet. Ich denke mal, die werden wir auch locker haben. Wow. Persönlich mache ich mir da ein bisschen Gedanken, wie es nachher hier auf der Versammlungsfläche so laufen soll. Weil das hat jetzt alles so enorm groß gewirkt. Und wir werden sehen, inwieweit wir dann nachher zusammenrücken müssen. Du meinst, dass es hier zu wenig Platz ist, ja, jetzt erstmal auf der Versammlung. Oh, cool. Das ist besser, als wenn es irgendwie so leer ist, finde ich.
Hätte ich auf jeden Fall in der Größenordnung so nicht erwartet. Okay. Bist du den ganzen Tag noch hier jetzt, bis heute Abend? Ich bin den ganzen Tag da, fahre hier mit dem Fahrrad hin und her, bin hier, bin dort, kenne ganz viele von den Leuten. Ja. Und so ergeben sich interessante Gespräche. Super. Vielen Dank, Daniel. Willst du noch was sagen? Noch ein bisschen mit uns quatschen? Ich wünsche uns eine super Veranstaltung hier und dass alles friedlich abläuft. Und euch wünsche ich hier noch ein erfolgreiches Talking-Format.